Herzlich willkommen zu meinem Podcast Film, Fotografie und Business bei iTunes und auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gero Brelleur, ich bin Fotograf und Filmer aus Berlin. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Heute der zweite Teil meines Gespräches mit dem Porträtfotografen und Pressefotografen Reto Klar. Reto hat sein neuestes Buch mitgebracht und stellt nicht nur die Fotos daraus vor. Das Buch heißt Polaroid und dementsprechend, da ist der Name Programm alles Polaroids mit teilweise sehr speziellen Kameras gemacht. Er stellt nicht nur die Fotos vor, sondern erzählt auch, wie dieses Buch entstanden ist. Er erzählt auch von den Erfahrungen, die er beim Produzieren seiner anderen Bücher schon gemacht hat und was er hier halt dann auch daraus gelernt hat. Ganz spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch. Aber einen Moment noch, wenn dir meine Videos gefallen, dann bewerte sie doch bitte bei iTunes und hilf so, den Kanal noch bekannter zu machen. Gib mir bei YouTube einen Daumen hoch oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber freue ich mich riesig. Wenn du Fragen hast, kannst du mir auch gerne in den Shownotes, in den Kommentaren dazu eine Frage hinterlassen. Viel Spaß jetzt beim Gespräch mit Reto Klar. Über das Thema Bücher würde ich mich ganz gerne unterhalten, aber zunächst mal will ich natürlich gerne über dein neuestes Buch sprechen. Du hast ja schon, wie viele Bücher hast du schon gemacht? 6, 7, 8? Ja, 10 vielleicht. Oh, also so bessere und schlechtere, sagen wir es mal so. Okay. Also Polaroid auf jeden Fall ist das neueste Werk. Du hast noch gar nicht reingeguckt, weil wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist ja gerade am Freitag davor. Genau, die Vernissage der Ausstellung in Hamburg. Und quasi ich wollte mir das sozusagen aufbewahren für den Tag der Vernissage-Eröffnung, so dass man das halt alles so ein bisschen auf einmal macht. Und es wird nicht klappen, ich kann es nicht an dir vorbeizeigen. Das es wird alles ganz gut, schwer alles gehen. Gut, alles gut. Und wir werden einfach ein paar Bilder daraus einblenden, genau, würde ich sagen. Ne? Und dass man es dann halt auch dementsprechend feiern kann. Also ich finde, ehrlich gesagt, also das Feiern kommt natürlich immer ein bisschen kurz. Und auch gerade, wenn man 2 Kinder hat und gerade, wenn man viel arbeitet. Und mein erstes Buch, was ich gemacht habe damals, quasi, da habe ich noch in Buxtehude gewohnt. Wie gesagt, das ist, glaube ich, irgendwie 30 Jahre her. Da war es halt tatsächlich so, das habe ich mit Freunden gemacht. Und die kamen aus Frankfurt und die kamen dann mit den frisch gedruckten Büchern quasi am Abend der Release-Party. Und das war ein fürchterliches Besäufnis. Und irgendwie habe ich gedacht, sozusagen bei jedem Projekt, was man so macht, denkt man ja, naja, das wird dann wahrscheinlich jetzt vielleicht auch das letzte sein. Also nicht, weil man zu alt ist, aber vielleicht, man Angst hat, dass man keine gute Idee mehr hätte oder dass irgendwie noch nicht das nächste Projekt wartet oder sowas. Und von daher denkt man dann immer irgendwie, okay, feier es einfach. Das wird ein rauschendes Fest, höre ich daraus. Das will ich doch hoffen, ja, das will ich doch hoffen. Also klar. Also an mir soll es nicht. Also liegen. Es war ein rauschendes Fest. Wir sind ja jetzt am Montag. Wir sind jetzt am Montag. Danach. Okay, also du siehst aber schon wieder gut aus, Reto. Ja? Alles gut. Genau. Gut. Ich würde ganz gerne, bevor wir über das Buch sprechen, ein bisschen über Polaroid sprechen. Weil ganz ehrlich muss ich dir sagen, ich bin ja nicht so ein Technikfreak, sagt der eine oder andere, der mich kennt jetzt vielleicht bist ja doch, aber ich bin auf jeden Fall nicht so ein Verrückter wie du, der mit allen möglichen Kameras schon gearbeitet hat und ich bewundere das, wie du das machst und bewundere jetzt gerade akut halt auch Polaroid, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, das würde mich auch reizen, aber ich weiß irgendwie gar nichts davon und vielleicht geht es ja einigen, die den Podcast hören, auch so. Erzähl doch mal bitte sozusagen, wie bist du an das Thema rangekommen? Erstmal fangen wir da an. An Polaroid? Also letzten Endes ist ja Polaroid ganz einfach. Also weil, ich meine, ich sag mal, die simpelste Kamera ist, du legst einen Film ein, drückst drauf und es kommt ein Bild raus. Also du kannst eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Wie bin ich darauf gekommen? Das wäre jetzt hier sowas, ja? Genau, das wäre einfach sowas, genau. Zack, hier das vorne. Ist jetzt eine deiner ersten gewesen, oder?
Ja, also wie gesagt, ich meine, die haben halt auch eine Haltwertzeit, ehrlich gesagt, von einem Jahr oder sowas. Und wenn die kaputt sind, dann gehst du ins Internet und kaufst für 30 Euro die nächste halt. Und da gibt es aber jetzt aktuell keine Filme mehr. Doch. Für die hier gibt es sogar quasi, also von Impossible, gerade jetzt irgendwie in den letzten Tagen ist ein neuer Film wieder rausgekommen. Also da gibt es Farbe, Schwarz-Weiß und sowas. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Und es gibt ja auch letzten Endes mittlerweile ganz viele, sag ich mal, Vertriebe halt. Ne? Also ich glaube, man kann sogar schon bei Saturn Polaroid-Filme mittlerweile kaufen. Ja. Also es ist jetzt nicht ich mehr so, dass man... Ich bin zu spät, ne? Also kannst du sagen, ich kann es lassen, glaube ich, ne? Oder? Nein, Gero, ich weiß, den Spruch kennst du auch. Letzten Endes ist ja der Fotograf immer noch derjenige, der das gute Bild macht. Und keine Ahnung, also ich habe Respekt vor jedem, der, egal, sage ich mal, mit welchen Mitteln fotografiert, wenn die Bilder gut sind. Keine Ahnung, also ich bin halt auch vielleicht nicht so ein wahnsinniger Trendsetter, Trendhinterherläufer. Keine Ahnung. Also aber Setter schon, oder nicht? Nö, das glaube ich nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich habe auch schon das Gefühl, dass Polaroid in den letzten Jahren wieder ein bisschen gefragter und ein bisschen gehypter wird halt. Ne? Also auch gerade so in Magazinbildsprachen und sowas. Und man sieht es halt auch an Ausstellungen. Und dass das aber, sage ich mal, mit meinem Projekt nun zusammenfiel, ist halt wirklich eigentlich... ein lustiger Zufall, weil ich habe halt die ersten Bilder, ich glaube, 2013 gemacht. Das wollte ich nämlich jetzt gerade betonen. Also du bist ja jetzt nicht irgendwie vor 2 Jahren. Genau, also so das war wirklich so eine parallele Entwicklung. Und lustigerweise, ich habe immer gesagt, hey, Polaroid, Kinders, das ist wirklich großartig. Und alle haben mich immer belächelt und haben irgendwie so gesagt. So. Und mittlerweile ist es halt tatsächlich so, also, dass ich nicht mehr der Einzige bin, der das toll findet. Also es ist halt einfach wahnsinnig kompliziert. Also teilweise zumindest mit den großen Kameras. Es ist halt anstrengend, weil es ist halt schwer, es ist halt auch nicht ganz billig, das ganze Zeug. Genau, also das wurde dann irgendwann viel zu einfach. Das hat ja sozusagen jeder. Dann hast du gesagt, jetzt also so 30 Kilo müssten schon sein. Und ein Labor noch dabei. Ne? Jetzt haben wir den Koffer hier. Ja, genau. Also das ist quasi, ich glaube, es ging tatsächlich los mit der, die aber auch heute noch quasi im Einsatz ist. Weil manchmal ist es halt so, dass man einfach sagt so, die Kameras habe ich ja nicht immer im Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Und manchmal bist du aber irgendwie auf einem Termin, wo du denkst, Polaroid. Zack, einmal draufdrücken, wupp, lass es entwickeln und manchmal sieht es halt echt gut aus. Also manchmal sieht es auch nicht gut aus, aber manchmal sieht es auch gut aus. Und dann hast du halt zumindest sozusagen ein Bild, was man halt wirklich vernünftig auch großziehen kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel für die Ausstellung in Hamburg, habe ich halt quasi aus der Kamera Bilder auf ein 20x120 gezogen. Die sehen Hammer aus. Also guter Scan dann? Guter Scan, ne? Gutes Labor. Hat natürlich einen Korn irgendwie, aber so von der Schärfe und sowas ist das echt irre. Also ich meine, gerade wenn du dir häufig diese Polaroid-Bilder anguckst, die ja keine richtige Schärfe in dem Sinne haben halt, ne? Ist das schon toll. So, und das war Nummer eins. Dann kam das. Also um das Modell zu nennen, Polaroid 1200i oder was? Genau. Das ist so das. Ja, das ist halt sozusagen, es gibt halt zwei Filmformate, das ist 600 und 6000. Das heißt, die 600er ist ein bisschen schmaler als die. Und sozusagen, das sind die beiden Filmunterschiede. Und dann gibt es natürlich halt die diversen, es gibt gar keine unterschiedlichen Emulsionen, das natürlich nicht, aber die haben dann halt so Gimmicks wie schwarze Rahmen, bunte Rahmen, runde Rahmen und. Das ist aber jetzt alles neuer, oder? Das ist alles neuer, das ist alles neuer. Und dann gibt es halt sozusagen noch das dritte, ist halt die hier vorne, das ist sozusagen quasi... so eine mit Spiegel und die hat auch keinen Blitz, da kann ich auch die Entfernung einstellen und sowas. Die ist halt wirklich toll. SX-70 ist halt so einfach so ein echter Klassiker halt, ne? Und einfach eine wahnsinnig schöne Kamera. Die kann man dann halt irgendwie so zusammen, zack, und hat dann fast irgendwie die Größe vom iPhone 8.
Plus. Macht auch wieder. Das Einzige ist, mit dem Telefonieren klappt es noch nicht. Aber wer weiß. Also, nein, so tolle Kamera, wahnsinnig hübsch, so macht auch super Bilder. Aber ich sag mal, die wichtigste Kamera, glaube ich, war für mich diese, weil mich es gibt einen ganz bestimmten Polaroid-Film, der mich irgendwie seit 2013 wahnsinnig begeistert, und deshalb habe ich auch damit angefangen. Und zwar ist es ein Polaroid-Film, den es seit 2007 nicht mehr gibt. Das ist der 665er. Das heißt, das ist ein Polaroid-Film, der hat ein Negativ mit drin hat. Ne? Also man fotografiert, zieht positiv und negativ ab, kann das Negativ quasi wässern und fixieren und hat dann halt so ein richtig schönes, tolles Negativ. Und quasi um dieses Negativ ist halt so ein Rahmen. Und jeder Rahmen ist quasi anders. Also jedes Bild ist quasi auch dann logischerweise anders. Je nachdem, wie es abgezogen ist. Wie du es abgezogen hast und. Und das fand ich halt toll. Also das war so für mich quasi so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ey, wie toll ist das? Also gerade auch, dass es diesen Film nicht mehr gibt und sowas alles. Und das war eigentlich der Auslöser quasi für dieses ganze Projekt, wo man dann halt gesagt hat, okay, also im Prozess hast du dann gesagt, okay, wenn du mal irgendwie ein Polaroid-Buch machen würdest, wäre vielleicht eine Kamera und ein Film ein bisschen wenig. Guck doch mal, was man noch machen kann. Wie gesagt, dann hatte ich mit denen parallel gearbeitet und zum Schluss kam dann halt da hinten das Riesenbaby dazu. Das ist halt 8x10 und ich sag mal, das ist halt echt Arbeit. Also das Ding ist unglaublich schwer, das Ding. Die heißt Toyo View oder was? Genau. So, und das ist halt richtig halt hinten mit 8x10 Kassette und die liegt ja genau, hier, die, ne? Liegt hier. Genau. So, aber jetzt musst du doch mal, Wiebke, vielleicht bringst du mal diesen den Entwickler dann noch rein, ne? Genau. Weil das muss ja irgendwie, damit man versteht, kann da was kaputt gehen. Kannst du den tragen, soll ich den nehmen? Nein. Super, danke dir. So, also das heißt quasi, man hat Kamera, man hat Kassette. Also das heißt, du hast alleine schon mal drei wirklich schwere Taschen, ohne überhaupt irgendwie Licht oder Stative oder sonst irgendwas dabei zu haben. So, und dann, wenn du dann fotografiert hast, dann packst du das halt hier alles irgendwie aus. Da kommt dann natürlich noch so eine Schublade rein. Dann schiebst du das Ding hier rein, dann drückst du auf den Knopf und dann macht das. Und dann dauert das halt irgendwie 7 Minuten. Und dann klappst du das hier hinten hoch und dann ziehst du halt hinten dieses Ding raus und sagst entweder. Oder du sagst. Nochmal. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, also das Nochmal ist natürlich auch schwierig bei solchen Sachen, weil die Leute haben natürlich nicht die Zeit. Ne? Also je größer natürlich, sage ich mal, die Kamera, desto größer natürlich auch die Augen des Porträtierten. Und es war tatsächlich so, dass ich auch Leute hatte, die sagten, hey, mach ruhig nochmal eins. Finde ich ja echt cool. So. Aber in den meisten Fällen ist es auch da halt sozusagen deine 30 Sekunden und der Schuss muss sitzen. Entweder er sitzt oder er sitzt nicht. Und die Leute haben seltener gewartet aufs Bild oder haben die meisten gewartet dann letzten Endes? Das kommt immer darauf an. Also ich sag mal, zum Beispiel Politiker warten grundsätzlich nicht. Also ich habe irgendwie keinen der von sich selbst irgendwie so begeistert war, dass er das Bild irgendwie sehen möchte. Naja, von der Kamera, von allem, nicht von sich. Ne? Ja, also aber ist ja schon, ich was glaube, Besonderes. Das stimmt, ne? Aber ich glaube, das hat auch schon ein bisschen was damit zu tun, wie ist so mein Selbstverständnis von mir selbst halt. Ne? Also zum Beispiel ein Künstler, der darauf, dem wichtig ist, wie er aussieht, wie er rüberkommt, Schauspieler oder sowas. Ich glaube, der ist eher dazu geneigt, dass er sagt, okay, das möchte ich jetzt gerne nochmal sehen, das Bild. Ne? Okay, ich habe es jetzt von einem anderen Standpunkt. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt porträtiert worden wäre, hätte ich gesagt, das ist ja irre, ich will mal der gucken, wie das funktioniert. Ja, ne? Genau. So, das hätte ich jetzt gedacht. Ja. Nee, also und dann haben die natürlich dann sagt, meistens, oh, das ist ja interessant. Genau, aber die meisten haben dann natürlich auch keine Zeit, die hetzen von Termin zu Termin halt irgendwie und so, da war jetzt keiner, der irgendwie da die 10 Minuten gewartet hat halt, ne? Ja. Aber im ersten Teil unseres Gesprächs hast du ja schon verraten, dass du ja mit dieser Kamera sogar Katja Riemann geknackt hast, ne? Genau. Also wenn man so richtig, sag ich jetzt mal, Leute warte, ich habe gesagt, die.
Ah, okay, das ja, ist so. Die Riemann-Kamera. Okay. Die und die, also sozusagen. Okay. Aber das war zum Beispiel der Musiker Schiller, also ich glaube, mit dem habe ich irgendwie 4 Bilder gemacht. 7, ja. 14, ne? So, der hat sich tatsächlich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit genommen und war dann so, dass ich dachte, boah, ey, cool, ich brauche irgendwie auch mal neue hier Marketingfotos, hätte ich beinahe gesagt. Ich brauche halt auch mal neue irgendwie Fotos für mein Management und okay. Lass doch mal gucken und sowas. Also es ist schon so, dass die Leute schon fasziniert sind. Natürlich. Und wie gesagt, je größer die Kamera, desto größer die Faszination und desto verrückter halten die dich natürlich auch. Ne? Mhm. Also weil die kennen das natürlich alle nicht mehr. Ne? Die kennen halt quasi irgendwie 25 Fotografen, die ihnen gegenüberstehen und dann macht das rapapapapapapam. So, und dann war es das halt. Und die Filme für die beiden Kameras, die sagst du ja, kriegt man nicht mehr. Das genau. Sind auch gebrauchte? Nee. Also nicht gebrauchte. Nein. Die werden jetzt tatsächlich wieder produziert. Also das ist ja die Faszination an dem Ding halt. Ne? Also ja. wenn ich jetzt nochmal quasi diesen harten Weg über eBay gehen müsste und sowas, hätte ich vielleicht auch gesagt, boah, ey, nee, das, also die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, das ist schon irre. Also wie gesagt, das ist halt, du, also erstmal sozusagen sind sie halt natürlich nicht ständig verfügbar. Du musst es halt wirklich immer wieder neu eingeben, kontrollieren. Ist jetzt irgendwo ein Film auf dem Markt? Gibt es irgendwie 10 Filme? 50% der Filme sind halt falsch gelagert worden, somit kaputt. Und das weißt du halt alles nicht vorher. Ne? Also das heißt, es kostet halt auch wirklich immens viel Geld, muss man sagen. Halt, ne? Dann habe ich natürlich auch kein eigenes Labor mehr irgendwie. Das heißt, du musst halt auch noch irgendwie ein Labor finden, der dir die Prints macht, der dir, sag ich mal, alleine diese ganzen Sachen irgendwie vernünftig wässert und fixiert und. Die sind halt schon alles sehr aufwendig. Und wie gesagt, im Impossible stellt halt diese 8x10 Filme her. So, und dann habe ich gesagt, okay, klar, für dieses Projekt wäre es natürlich nochmal quasi das Tüpfelchen, wenn du auch noch irgendwie 8x10 irgendwie mitmachen würdest. Und so habe ich mir dann halt Anfang 2017, Ende 2016 tatsächlich nochmal also diese Kamera gekauft und bin dann halt echt nochmal ein halbes Jahr quasi mit dem Ding echt so auf jeden Termin gerannt. Ne? Wann immer ich gedacht habe, ey, da könnte was bei rumkommen. Klar, zack, hin, hoch, aufgebaut und zu 80% ist eigentlich was bei rumgekommen. Das heißt, in dem Buch sind am Ende wirklich nur Polaroids, dann ist nicht sozusagen die Not-Digitale, die du ja sagtest, die du dann für so einen Fall immer dabei hast, dann war der Termin war vorbei, Pech gehabt, kommt nicht ins Buch. Genau. Die Termine, die du da gemacht hast, oder die das sind ja jetzt keine Termine, also die Porträts, die du hier für das Buch gemacht hast, also hier sind ja Iris Berben, Bleibtreu, Schöneberger, Schäuble, was weiß ich, du hast ja wirklich hier die deutsche Politik und Schauspielszene sozusagen eigentlich gut abgefangen. Lagerfeld ist auf dem Titel. Sozusagen war das dann für das Buch fotografiert oder hast du viele Termine auch für die Morgenpost sowieso überwiegend gehabt? Überwiegend sind es natürlich, sage ich mal, Termine, die für andere Auftraggeber irgendwie quasi gemacht wurden, wo dann halt sozusagen die letzten 5 Sekunden der 30 Sekunden oder die letzten 10 Sekunden der Minute dann irgendwie nochmal für so ein Polaroid abgefallen sind. Also das muss man halt schon ganz ehrlich sagen, weil, ich sag mal, vielleicht Peter Lindberg oder Kollegen irgendwie, die solche Namen haben, kriegen das hin, dass sie halt irgendwie, sag ich mal so, Zeitslots mit diesen Leuten kriegen. Ansonsten ist das meiste darüber entstanden, dass die natürlich irgendwie ihre Filme promoten und sowas und du dann sagst, okay, komm, können wir nicht nochmal irgendwie was anderes machen. Vielleicht ändert sich das jetzt sozusagen mit diesem Buch, dass man halt irgendwie auch das Gefühl hat, ah, so, ist ja schön oder sowas. Weiß nicht, aber das war auch nicht die Intention. Mir ging es halt darum, letzten Endes etwas zu machen, was mir Spaß macht. Ne? Also das ist ja letzten Endes auch immer so ein bisschen so eine Kompensation vom Alltag, muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, weil natürlich ist nicht jeder Termin und nicht jeder Tag, den du, sage ich mal, im Tagesgeschäft verbringst, irgendwie jetzt ein wahnsinnig toller Tag, sondern es gibt halt auch Tage, die halt, keine Ahnung, wenn du den ganzen Tag in der Redaktion sitzt oder sowas, da gehst du halt auch mal nach Hause und denkst so, boah, ey, super Tag irgendwie, hätte auch so an mir vorbeigehen können.
So, und du fotografierst ja auch nicht im Alltagsgeschäft jeden Tag Sachen, wo du sagst, einfach nur, ey, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, und wenn du solche Projekte halt nebenher laufen hast, dann hast du natürlich immer was, woran du dich festhalten kannst, ne? Also einfach irgendwie gedanklich, kreativ und. Und komischerweise muss ich immer sagen, für mich ist eigentlich der Weg eigentlich immer das Spannendste. Also eine Idee zu haben, damit anzufangen, zu sehen, wie so ein Projekt wächst. So, und dann gipfelt es natürlich quasi dann in dem Tag, wo du halt sagst, irgendwie, okay, heute kommt es raus, heute sehe ich's. Dann gibt es natürlich nochmal sozusagen die Phase, wo du dann irgendwie guckst, so wie ist die Resonanz, ne? Also wird es gut besprochen und so. So, und dann ist so ein Projekt auch weg. Dann geht es in den Bücherschrank und dann liegt es da. Okay, bevor wir jetzt zu den Büchern kommen, ich habe ja jetzt schon gemerkt, du führst mich ja durch das Interview durch. zu welchem Zeitpunkt kam denn, war für dich klar, das wird jetzt das nächste Buch? War das von Anfang an das Ziel oder hast du mit Polaroid erstmal angefangen und dann irgendwie gemerkt, das könnte jetzt hier ein Thema sein? Nee, ich glaube, in dem Fall war das schon so die Intention. Also 2013 hast du gesagt, ich will ein Buch machen und das hat sich über vier Jahre... Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will ein Buch machen und bin händeringend irgendwie so, dann, dass ich dann irgendwie suche. Aber es ist halt schon so, dass du nach dem Projekt ist vor dem Projekt und du merkst natürlich, sage ich mal, wie du dann, sage ich mal, nach 3 Monaten, nach Beendigung eines Projekts, so langsam wieder denkst, so, oh, ja, ja, irgendwie könntest du ja mal wieder und hast du nicht irgendwas und sowas. Und in dem Fall muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was erst war, die Henne oder das Ei. Also jedenfalls plötzlich war ich dann halt polarisiert und wollte halt irgendwie damit was machen. Und ich muss ja auch sagen, quasi, dass... Unsichtbar-Projekt ist ja auch zur Hälfte mit Polaroid-Bildern bestückt, aber auch das waren nicht die ersten Bilder, sondern die ersten Bilder waren tatsächlich, war irgendwie ein Wald in Korin, den ich fotografiert habe. Also fürs Buch jetzt hier. Ist auch drin, genau. Also das ist auch drin. Mit Polaroid, genau, fürs Buch. Genau, jetzt, genau. Da habe ich mal so getestet, könnte das sein, könnte das gut aussehen und sowas und dann fand ich das halt toll und dann kam dann das nächste und sowas. Und wie gesagt, dann sind wir wieder bei dieser Porträtfotografie, weil ich so ein Porträtbuch quasi so richtig explizit Prominente zu finden auch noch nicht gemacht hatte. Also ich hatte vor 25 Jahren Deutsche Einheit, ist jetzt 6 Jahre her. Bestimmt. So, irgendwie sowas. Hatte ich halt mal so ein Buch gemacht, das hieß Einheitsgesichter. Da haben wir namensgleiche Städte im Osten und im Westen porträtiert, also immer gegenübergestellt. 40 Stück, also von, sag ich mal, Emden, was ist in München, Bremen. Die gibt's im Osten. Ja, die gibt's halt alle, sind dann halt irgendwelche kleinen Dörfer, oder es gibt halt auch Eisenach im Westen und sowas. Also, das ist halt schon sehr lustig gewesen und auch ein sehr schönes Projekt gewesen. Da hatte ich dann halt auch wirklich im Vordergrund Menschen, die ich fotografiert hatte. Aber wie gesagt, nochmal, wirklich so richtig gesagt, Promis halt, war das Erste. Und mal gucken. Also lustigerweise muss ich halt auch dazu sagen, weil gerade als ich heute Morgen nochmal losgegangen bin, um ein paar Sachen zusammenzusuchen, weil wir ja heute uns treffen wollten, habe ich dann nochmal so durch 2, 3 alte Bücher geguckt. Habe mir gedacht so, oh Mann, also wie gesagt, das ist ja quasi... Das war mal sozusagen dein bestes Buch? Das war so dein Lieblingsbuch? Also da zweifelt man im Nachhinein immer noch an sich selbst halt, ne? Wo man dann sagt so, ey, das würde ich heute gar nicht mehr so fotografieren. Sind das wirklich gute Bilder oder habe ich da eigentlich nur Schrott fotografiert vor 6 Jahren? Also das ist schon spannend. Also das einzige Projekt, wo ich wirklich sage, das... Ist wirklich ein gutes Projekt, war halt tatsächlich dieses Camera Obscura-Projekt mit den Schlössern und Burgen. Vielleicht auch, weil es keine
Also ich sag mal, sozusagen, Fotografie entwickelt sich ja auch immer, ne? Also das heißt sozusagen, vor 20 Jahren war die Porträtfotografie eine andere, als sie heute ist halt, ne? Und das gibt es natürlich mit Kamera Obscura nicht. Klar. So, Kamera Obscura ist immer Kamera Obscura. Also von daher kannst du halt Schlösser entweder sagen, und Schlösser sind auch immer Schlösser halt. Ja, ne? Also kannst du halt auch irgendwie sagen, naja, entweder ist es halt ein vernünftiges Bild und du hast halt das, was du haben wolltest, quasi die Wolken, die ziehen, die Bewegung, die dann halt da drin ist, oder du hast es halt nicht. Ja. Vielleicht gibt es auch in der Landschafts- oder in der Architekturfotografie nicht so viele Trends dann. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ja. Aber so, denke ich, Gott, also wie gesagt, es ist doch quasi, man entwickelt sich auch quasi im hohen Alter noch weiter. Gut, aber dadurch, dass du auch Menschen in Bekleidung fotografierst, alleine das ist ja dann auch schon wieder ein Beiwerk, was sich ja dann auch im Laufe der Zeit verändert, wohingegen so ein Schloss oder ein Feld, eine Wolke, die sieht auch heute noch so aus wie damals, auch wenn man es nicht glaubt. Gibt es einen Termin, den du hattest, der besonders herausgestochen ist, im positiven oder negativen Sinne, wo du jetzt sozusagen sagst, so, das ist für dich eigentlich die, wenn du an dieses Buch denkst, denkst du zuerst an diesen Termin? Gibt es da ein Beispiel oder habe ich dich da jetzt auf der falschen Fährte? Nein. Also es gibt natürlich, jedes Bild hat seine Geschichte. Also ich glaube, das ist halt auch sozusagen bei so einem Projekt, dadurch, dass halt wirklich jedes Bild so viel Zeit auch in Anspruch genommen hat, unterm Strich, ist es halt tatsächlich so, dass ich dir, sag ich mal, wahrscheinlich zu 50% der Bilder, die da in dem Buch sind, eine wirklich lustige Geschichte erzählen könnte. Es gibt aber natürlich, sag ich mal, so Lieblingsbilder oder Bilder, sag ich mal, wo du sagst, okay, das ist für mich ganz besonders. Und zwar finde ich, quasi auch mit einer ganz simplen Kamera fotografiert, und zwar mit der, die Berliner Philharmonie. Und zwar war das sozusagen das Auftaktbild für diese Architekturserie, wo ich quasi einfach so Bauikonen der 70er Jahre halt fotografiert habe. Die dann hier im Mittelteil des Buches. Genau, die sind dann im Mittelteil des Buches. Und da gibt es halt dieses eine Bild, was wirklich für mich aussieht wie eine Bleistiftzeichnung. Das ist eine Doppelseite dann ja auch geworden. Nee, es ist keine Doppelseite. Ach so, okay. Das ist halt sozusagen, die sind halt alle irgendwie. Genau, es gibt zwei Doppelseiten, aber das ist nicht dabei. Stimmt, das war der Funkturm. Das ist halt sozusagen dieser Schwung der Philharmonie. Und dann halt vorne ist so eine gekachelte Wand. Und es sieht halt tatsächlich aus, als hätte man da irgendwie, dass das Polaroid ist. Das ist echt für mich nach wie vor total faszinierend. Und das ist halt zum Beispiel so ein Bild, was ich halt dann quasi auch, was ich so mag, dass ich das dann halt verschenkt habe. Also ich habe es dann halt dem lieben Menschen geschenkt, der mich beim Vorwort quasi unterstützt hat, der das Vorwort für mich geschrieben hat, meinen Grafikern und sowas. Also das machst du ja auch nur mit einem Bild, was dir besonders gut gefällt. Ja. Da sind wir eigentlich auch schon da, wo ich auch noch hin wollte mit dir. Du bist ja nun jemand, der sehr erfahren ist, was das herausgeben, sagt man nicht, produzieren oder wie auch immer von Büchern ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube, gerade heute ist ja, jeder will irgendwie sein Buch machen, habe ich das Gefühl, dass es im Moment besonders en vogue ist, sage ich jetzt mal. Du musst es jetzt nicht nur auf dich beziehen, sondern vielleicht auch allgemein. Oder was ist für dich, was ist für jemanden, der jetzt ein Buch machen will, wichtig? Ich meine ganz davon ab, dass es natürlich heutzutage auch Eigenverlag gibt etc. So, wie gehst du daran? Was kann man da sozusagen aus deinen Erfahrungen vielleicht profitieren? Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, man darf nicht den Anspruch haben, dass man mit einem Buch Geld verdient. So, also das ist mir, ich glaube, in meinen 10 Büchern ist mir das noch nie passiert, dass unter dem Strich wirklich Geld dabei rumgekommen ist. Also ich sag mal, selbst jetzt dieses Unsichtbar-Buch, gut, alles das, was wir verdient haben, haben wir eh gespendet halt, ne? Aber ich habe auch noch nie ein Buch, also ich meine, da kann ich mein Geld einfacher verdienen, als wenn ich Bücher mache. Also man kann natürlich, sage ich mal, vom Ansatz her so rangehen, dass man sagt, okay, ich mache ein Buch, hoffe damit erfolgreich zu sein, das wiederum steigert meinen Marktwert. Oder ich, sag ich mal, nehme es halt mit als Portfolio, wenn ich mich irgendwo vorstelle und sowas. Das sind halt Punkte, die schon relevant sind. Aber Geld verdienen
Ich kenne niemanden, der also auf diesem Sektor schon Geld verdient hat. Also wie gesagt, weil die Auflagen natürlich auch wahnsinnig klein sind. Also was du halt eigentlich haben musst, um wirklich vielleicht, sag ich mal, richtig erfolgreich sowas machen zu können, ist halt ein großer Name, ne? Also je besser dein Name, desto mehr Bücher werden gedruckt, desto mehr werden wahrscheinlich auch verkauft. Und ich sag mal so, junge Leute haben es halt schwer, ne? Weil ich meine, die Produktionskosten für Bildbände sind natürlich immens hoch, muss man ganz ehrlich sagen. So, der Kostenaufwand, den du selber hast, also der ist natürlich auch nicht gerade gering halt, ne? Und es gibt wenige Verlage, die dieses Risiko eingehen, ne? Das muss man halt ganz ehrlich sagen. Kleine Auflage, wenig Spanne. Irgendwie, und wenn du dann halt, sage ich mal, tatsächlich irgendwie so ein 248 Seiten Buch von Helmut Newton machst, naja, dann willst du es halt mit Helmut Newton machen und nicht mit Helmut Neumann. Das ist halt einfach so. Also, so. Und es gibt natürlich auch wahnsinnig viele, die das machen würden und. Also, schwierig, wirklich Und wie schwierig. kam es für dich, dass du jetzt, du hast ja mit dem, ach so, nee, dem Verlag, doch, du hast mit dem schon mehrere Bücher Genau, gemacht. Verlag Atelier das. im Bauern, Genau, das ist ne? ein Bremer Verlag, das ist Du hast aber auch mit einem ein. anderen Verlag, See. Ne, wir haben mit Braus und sowas. Also, wie gesagt, ich kann jetzt ehrlich gesagt und will auch ehrlich gesagt nur über den Verlag im Bauernhaus sprechen, weil ich wirklich sagen muss, dass das halt für meine Bedürfnisse ein super Verlag ist. Also, quasi, da zählt das gesprochene Wort. Und wenn man sagt, man macht es so, dann macht man es so. Wo ist das Bauernhaus? Erzähl vielleicht jetzt einmal ein In bisschen was Fischerhude. über. Okay. In Fischerhude. Und die machen natürlich in erster Linie quasi so Kunstbücher, Worpswede, Modersohn, Künstlergalerie, Kalender und solche Sachen. Und ich habe mit denen, ich glaube, eins, zwei, drei, vier Bücher zusammen gemacht. Und das war einfach immer eine wirklich super Zusammenarbeit, die auch super korrekt und super fair war und sowas alles. Toll. So, und bei anderen ist es halt natürlich dann schon so, keine Ahnung, Taschen und wie sie halt alle heißen, es sind ja tolle Verlage, die haben natürlich auch eine ganz andere Power, irgendwie, sag ich mal, Bücher in den Markt zu drücken, ne? Das ist ja letzten Endes auch das Geheimnis halt, ne? Also, und letzten Endes muss man sagen, natürlich kann man ein Helmut Newton Buch besser in den Markt drücken als ein Retoklar Buch, das ist ja gar keine Frage. Aber nochmal, mir geht es nicht darum, sozusagen mich mit diesen Leuten zu vergleichen. Mir geht es auch nicht darum, sage ich mal, diese Bücher zu verkaufen. Mir macht es Spaß, wenn ich dieses Projekt gemacht habe, wenn ich dabei bin, dieses Projekt zu machen, und wenn ich dann halt irgendwie danach ein paar Leute finde, die sagen, ey, finde ich toll. So, das ist für mich sozusagen die Befriedigung. Natürlich bin ich froh, wenn ich unterm Strich, sage ich mal, Nicht drauf zahlst, nicht klar. drauf zahle. Das ist natürlich auch klar. Aber wie gesagt, ich denke mal, man muss mal gucken. Also klar, vielleicht, wir stellen jetzt in Hamburg aus, würden natürlich ganz gerne, sage ich mal, dann halt auch irgendwie nach Berlin gehen oder in andere Städte mit dieser Ausstellung. Aber es muss man halt jetzt, wenn das Buch da ist, kann man natürlich auch einfach mal an, sage ich mal, bestimmte Häuser rangehen. Hat Also, man einen anderen Türöffner genau, man nochmal. hat einen anderen Türöffner und muss man halt auch ganz ehrlich sagen, also natürlich will ich jetzt nicht irgendwie im Restaurant XY ausstellen oder sowas, sondern natürlich sagst du, wenn du so ein Projekt machst, du fängst halt oben an, klar, und dann muss man halt mal gucken, was sich dann unterm Strich realisieren lässt. Was ist für dich ganz oben? Also wo, was wäre jetzt sozusagen Adresse Nummer 1, wo du hin willst? Naja, wir hatten quasi vor einem halben Jahr mal Kontakt zur CO. Und die haben sich auch sehr interessiert an dem Projekt gezeigt. Die haben 2018 halt eine große Polaroid-Ausstellung Oh. und wollten eigentlich ganz gerne, dass ich damit reinrutsche als Berliner, weil das natürlich auch sehr gut gepasst hätte. Und die Ausstellung wird aber irgendwie über Amerika kuratiert. Und keine Ahnung, die haben es dann halt irgendwie nach Amerika geschickt und bisher haben wir aber noch nichts gehört. Also es Also ist kann noch jetzt, im es Flow, ist noch im ne? Fluss. Also ich würde jetzt mal einfach sagen, eher unwahrscheinlich. Also keine Ahnung, was die Amerikaner machen, ob die jetzt schon alles kuratiert haben und gesagt haben, nee, wir wollen es nicht umschmeißen, ob sie die Sachen blöd fanden oder vielleicht fangen sie auch erst 2018 an.
die Ausstellung dann für Berlin zu konzipieren. Ich weiß nicht, aber ich sag mal, na klar, das wäre natürlich sozusagen Wunsch, mache ich keinen Hehl draus. Ja. Haus der Fotografie, sowas, das wäre natürlich super. Ja. Jetzt aber in der Entstehung sozusagen, was mich jetzt total gewundert hat, dass du sagtest, du warst jetzt beim Druck gar nicht dabei. Also ja. Das konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass man sozusagen als Fotograf nicht beim Druck dabei ist. Ja, also das, ich sag mal, zwei wirklich, wirklich, wirklich richtig gute Gründe. Der erste ist quasi, meine Frau hätte mich erschlagen, wenn ich den Urlaub verschiebe. Und hätte auch den Druck verschieben können. Und meine Kinder auch. Ja. Und der andere Grund ist halt tatsächlich dieses Verhältnis zum Atelier im Bauernhaus. Also ich vertraue denen halt einfach. Und wenn mein Verleger sagt, er geht dahin und ist dabei, dann weiß ich das, da weiß ich auch, dass es besser wird, als wenn ich das sage. Okay. Weil wenn ich davor stehe, sage ich immer, hau Farbe rauf, ja. Mache es schwarz, ordentlich Kontrast rein. Und das ist aber halt ja natürlich nicht immer gut, muss man sagen, letzten Endes. Ich habe auch schon mal ein Buch verdruckt. Okay. Was du dann im Druck nicht so gesehen hast? Ja, genau. Also wo ich einfach eine falsche Entscheidung beim Papier getroffen habe. Also gerade also sozusagen, das war halt dieses Kamera Obscura-Projekt, wo ich dachte, ey, wenn du so ein altes, ein bisschen getöntes Papier hast, passt das natürlich super zu den Fotos. Und dann verschoben sich die Farben. Genau, es hat so viel, ist halt so viel Farbe aufgezogen, dass es halt einfach irgendwie so so ein bisschen verlaufen aussah unterm Strich. Hast du dann abgebrochen den Druck oder nicht gemerkt? Nee. Wir haben es halt tatsächlich durchgedruckt und so. Das war dann halt natürlich immer so, das war jetzt auch nicht schlecht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das vielleicht, ich glaube, es gibt sicherlich auch andere Leute, die sagen, die finden es toll so halt. Ne? Aber ich für meinen Teil muss sagen, da habe ich mich wirklich richtig über mich selbst geärgert, weil ich da einfach eine falsche Entscheidung getroffen habe. Aber halt die war ja schon im Vorhinein bei der Wahl des Papiers, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Ja, genau. Mhm. Wie kann man dann bei so einer Papierauswahl sicher gehen? Wie läuft das? Hör auf deinen Verleger. Also, der hat das damals schon gesagt, oder was? Ja, nein. Es war auch jetzt nicht Verlag Atelier im Bauernhaus. Es war aber auch sozusagen quasi ein Verlag, wo wir beide irgendwie gesagt haben, okay, komm, wir gehen das Risiko. Also so, ich war auch felsenfest der Überzeugung, dass das die richtige Entscheidung war. Heute muss ich sagen, es war die falsche. Na, würdest du Testdrucke dann jetzt machen heutzutage? Oder? Ja, klar. Ja. Ja. Hast du damals nicht gemacht? Haben wir damals nicht gemacht. Bei mir geht es jetzt auch ein bisschen aus, vielleicht kann man ja aus deinen Fehlern sozusagen, wenn man jetzt selber klar, vor der Entscheidung immer, steht, immer, was immer, lernen. Immer. Ne? Also nochmal, logischerweise, eigentlich fährt man natürlich auch hin so, und guckt sich das an, klar. Also ich, von selbst von meinen kleinen Kalenderchen, ich würde nie mehr ohne, also mindestens Andruck, ne? Also genau. Bei einem Buch würde ich wahrscheinlich bis zur letzten Seite daneben stehen. Ja, also gar keine Frage, hast du eigentlich auch vollkommen recht. Und ansonsten, was ist sozusagen in der Entstehung, wie handhabst du das, wie bist du beteiligt bei Layout etc. oder gibst du sowas ganz ab, wie verfährst du da? Nein, ich finde halt, das sage ich mal, also mir ist es noch wichtiger, als beim Druck dabei zu sein, sage ich mal, wahrscheinlich das Layout mitzugestalten, weil es ja mein Buch, es sind ja nicht meine Bilder in einem Buch, sondern es ist mein Buch. So, und wenn du dann jemanden findest, der quasi sagt, okay, wir sind ein Team, dann ist es halt perfekt. Und wie gesagt, wir hatten halt eine Grafikertruppe aus Hamburg, Osterwalds Art Office. Das ist quasi der Erfinder von Twen damals gewesen, lange Art Direktor beim Stern gewesen. Der hat sich dann halt selbstständig gemacht. Und hat halt in Hamburg jetzt ein Büro und so, da sind wir halt zueinander gekommen. Und das ist super, 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 super. Aber das ist halt natürlich schon so, dass, weil ich glaube, du weißt natürlich am besten, wie du das halt nachher haben möchtest. Natürlich kann dann auch mal jemand kommen und sagen, ich würde aber sagen, vielleicht ist es so besser. So, da kann man ja drüber reden. Aber eigentlich sozusagen, ein Buch sind ja nicht einzelne Seiten, sondern es ist ja ein Fluss halt, ne? Also, und es gibt einen Rhythmus in einem Buch, den man halt irgendwie halten muss. Und das kann, also glaube ich, das weiß ich am besten, wie ich das haben möchte.
Also. Das legst du dir dann erstmal hin, die Bilder, oder wie arbeitest du da? Ja, total unterschiedlich. Ja. Es ist halt natürlich auch ein Prozess, ne? Also sozusagen, du hast halt ein grobes Gerüst, ne? Dass du halt sagst, okay, also so in etwa die Mischung halt. Aber ne? Ausgelegt, oder wie arbeitest du da? Es hängt ja schon damit an, dass du halt sagst, okay, pass auf, du machst jetzt natürlich zwar ein Buch über Menschen und in erster Linie Porträts, aber natürlich brauchst du immer wieder irgendwie so Wellenbrecher in diesen Büchern. Ne? Also das heißt, wenn du immer nur Kopf, Kopf, Halbporträt, Kopf, Kopf, Halbporträt, Kopf, 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 wird es ja wahnsinnig schnell langweilig. Also das heißt, du musst halt dann auch mal sozusagen nach 4, 5 Seiten kommt dann halt mal der Wald oder es kommt halt mal irgendwas Abstraktes oder es kommen dann halt 4, 5 Seiten Architektur. Natürlich kannst du es dann auch mit den Formaten und sowas. Bei dir läuft es über das Format, so, über die Art der Kamera. Ne? Format, Kamera und sowas. Aber wichtig ist halt, dass du halt weißt, es muss ein Fluss entstehen, der die Leute nicht langweilt. Ne? Also immer wieder irgendwas reinhauen, wo du sagst, zack. So, und dann kommt der Grafiker natürlich ins Spiel. Und das kann der wiederum natürlich viel besser als ich. Der dann sagt, okay, pass mal auf, jetzt gehen wir mal so ein bisschen auch über die Formate. Ne? Ich kann sozusagen über die Bilder gehen, wo ich sage, okay, das eine korrespondiert gut mit dem anderen, ne? Weil ich in dem einen Bild etwas sehe, was ich in dem anderen Bild wieder auffange. Zum Beispiel, wenn wir von den Porträts in die Architektur wechseln, ist es halt so, da habe ich halt Daniel Liebeskind fotografiert, vor Architektur, okay. So und danach, ne, Liebeskind Architekt, zack, danach kommt dann diese Architekturstrecke. Und so geht man dann, versucht man auch wieder rauszugehen aus diesen Geschichten. So, und dann kommt der Grafiker, der dann sagt, okay, pass mal auf, jetzt guck doch mal, wenn wir dieses Bild oben haben, dann setzen wir das halt irgendwie eine Stufe runter oder so, ne, dass der dann sagt, okay, da kommt er dann halt ins Spiel. Und da steht ihr neben, also am Rechner sitzt ihr oder steht ihr zusammen und schiebt und macht. Genau. Wie lange dauert so ein ganzer Prozess dann? Wenn man, du hast ja jetzt schon mal vorgeplant, das dauert wahrscheinlich Wochen, ne? Das, also ich sag mal, letzten Endes, aber dadurch, dass das Team halt auch in Hamburg saß, war ich natürlich jetzt nicht jeden Tag da, aber ich sag mal, das war schon 3, 4 Monate. So, wo man immer wieder und immer wieder ein neues PDF und immer wieder ausgedruckt und natürlich dann auch mal sacken lassen. Ne? Also manchmal, lustigerweise, ich glaube, vom ersten PDF ist gar nicht mehr so viel übrig geblieben dann beim bis zum letzten. Und dann immer wieder gesagt hat, okay, komm, jetzt nehmen wir doch das nach vorne. Ja, was brauchen wir vorne? Brauchen wir irgendwie ein provokantes Bild. Ne? Also so nicht, dass dir gleich bei Seite 2 die Füße einschlafen, sondern irgendwie, wir haben dann halt bewusst irgendwie Iris Berben genommen, die halt sozusagen diese Abwehrhaltung hat, ne? Weil wir gleich sagten, okay, komm, du musst halt irgendwie schon mal am Anfang so ein Bild haben, wo du sagst, rum. Dann wird es auch lieblich. Warum war deine Party letzten Freitag in Hamburg und nicht in Berlin? Das hat einfach damit zu tun, dass ein guter Freund von mir in Hamburg eine Galerie betreibt. Okay. Und er der Erste war, der gesagt hat, komm, lass uns das machen. Und ich dann gesagt habe, ja klar, ist natürlich eine super Gelegenheit, vor allen Dingen, sag ich mal, um quasi das Launchen des Buches und Ausstellungseröffnung zusammen zu machen, war es halt einfach perfekt. Und außerdem mag ich ja die Scheiße. Ja, letzten Endes auch irgendwie meine Heimat. Ja. Sehe ich halt auch viele Freunde mal wieder und sowas, das ist schon, oder habe ich. Wir sind ja dann schon, ne? Habe ich wieder gesehen. Nein, klar, ich mag halt Hamburg, es ist nicht weit und so, es hat sich halt einfach so ergeben, muss man ganz ehrlich sagen. Cool. Vielen, vielen Dank. Gero, es war mir eine Freude. Mir auch. Das war der zweite und letzte Teil meines Gesprächs mit Reto Klar. In der nächsten Folge geht es schon weiter. Ich freue mich, dass du meine Videos verfolgst. Bitte bewerte sie, bitte gib mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder hinterlass mir einen Daumen hoch bei YouTube. Und ja, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, freue ich mich umso mehr. Danke und bis bald.